in der Geschichte des Lebens auf der Erde haben Asteroiden immer schon eine große Rolle gespielt. So wurden zum Beispiel die Dinosaurier mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Einschlag im Golf von Mexiko ausgerottet. Mächtige Flutwellen und Feuerstürme verschlangen damals alles Leben. Wir schreiben das Jahr 2013 der modernen Zeitrechnung. Durch eine Kollision im Asteroidengürtel gelangt der Asteroid 2012 DR14 in den Anziehungsbereich der Erde. Mit 28.600 Stundenkilometern steuert er unaufhaltsam auf den blauen Planeten zu. Da die Völker in der Vergangenheit ständig in kriegerische Handlungen gegeneinander verwickelt waren, haben sie es versäumt, ein globales Abwehrsystem gegen galaktische Gefahren einzurichten. Ein Scanner hat den Asteroid erfasst und sofort an die Nachricht gesandt. Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlages liegt bei 50 zu 50. Doch die Größe des Asteroiden scheint die Existenz der Menschheit bedroht. Fassungslos starren die Eingeweihten in den dunklen Nachthimmel. Doch noch herrscht Ruhe auf der Erde.